Aber ja, wir haben auch in der nicht alles, deshalb müssen wir es noch gut mitnehmen. Was haben wir hier oben? Ah, Kletter auf zwei Züge. Kletter auf zwei Züge. Subway Surfer Style. Scheiß. Hallo Freunde, jetzt kommen wir zurück zum weiteren Part. Wir haben es vergessen genannt. Dem letzten Part hier diesen Boss Drahtseilakt im Zirkus-Teil fertig gemacht haben, der ziemlich, ja, schon einiges drauf gehabt hat, gehen wir heute in die vierte Welt weiter und machen U-Bahnhof auf Eis. Schauen wir, was hier abgeht. Die zwei versteckte Valise wieder zum Suchen. Und ja, let's go. So, dann schauen wir mal rein in diesen U-Bahnhof. Was geht denn hier so ab? Da ist schon ein Packen Milch und ein schlafender Typ. Da drüben ist nichts, okay. Ich habe noch gerade wie lange wir gehen sehen, aber ist ja wurscht. Den Typen können wir umbringen, der kann nichts. Weil wir sind hier voll, ja. Aus letzten Part noch. Die Milch, ja, nehmen wir halt mal mit. Ja, warum nicht? Und wir haben auch immer so diesen Energy Drink hier oben. Haben wir es gekauft im letzten Part, ja. Oder im vorletzten sogar? Ach, keine Ahnung. Irgendwann dann auf jeden Fall. Schaut gerne mal vorbei bei der Playlist, falls ihr was verpasst habt. So, da ist noch ein Chili Bro. Und ein Bombentyp. Oh, was ist das? Was ist das, hä? Sind das Donuts? Oder waren das Donuts? Keine Ahnung. Hat ausgesehen wie diese, wie heißt das? Profiterol. Das gibt es zumindest bei uns in Österreich, keine Ahnung, ob es in Deutschland auch gibt. Das sind so, wie sagt man das denn? Das ist so Schokocreme. Und in der Mitte ist ein bisschen so ein, so wie eine Semmel, die mit was gefüllt ist, meistens mit Eis. Ist ziemlich lecker. Hier haben wir nichts, okay. So. Ins Wasser springe ich mal nicht, vielleicht kommt jetzt wieder ein Achievement, du hast einen Auftrag für. Spring nicht ins Wasser, sonst bist du schlecht oder sowas. Aber da muss ich schon rüber lassen, ne? Eine wichtige Kapsel, zwar noch aus der ersten Season, weil die zweite Season ist hier noch recht selten. Aber ja, wir haben auch in der ersten Season nicht alles, deshalb müssen wir es noch gut mitnehmen. Was haben wir hier oben? Ah, Kletter auf zwei Züge. Kletter auf zwei Züge. Subway Surfer Style. Habe ich eigentlich nicht so gespielt, wirklich. Ab und zu mal, aber weiß nicht, mein Favorite-Spiel ist eher langweilig für mich, finde ich. Bei solchen Spielen, wo allgemein kein Ziel ist, wo man einfach nur Highscore aufstehen kann, die mag ich irgendwie nicht so. Ist nicht zu meins. Oder was kein Level gibt. Scheiße. Ist nicht zu meins an sich. Hatten wir hinten noch was? Lass mich mal kurz schauen. Bin ich gar nicht sicher jetzt dann. Ne, okay. Wollte ich nur überprüft haben. Entschuldigung. Dann schauen wir weiter. Aber es passt eigentlich ziemlich gut hier, dieses Setting mit dem Eis und der U-Bahn und der verlassenen Welt. Das schaut ein bisschen so aus wie The Day After Tomorrow. Real Talk einfach. Kennt ihr den Film eigentlich? Der ist ziemlich wild, finde ich. Es ist so, da geht es darum, dass eine Eiszeit kommt, da dauert alles ein, alles ist richtig kalt und so. Scheiße, mein Controller wieder da, stimmt, im letzten Part mal rausgefunden. Ganz vergessen. Aber da taut auf jeden Fall die ganze Welt ein und so, weil alles richtig kalt wird. Ist ziemlich interessant, der Film. So ein Katastrophenfilm. Aha. Hammer. Na gut, da gibt mal mehr. Why not? Wir haben den Spielzeughammer aufgebessert, genau. Da ist noch ein bisschen Fleisch. Er kriegt mir zwei Züge. Subway Surfer ist geschafft. Hier wird mal gezeigt, was man braucht, außer diesen Hammer, scheinbar. Oder ist einfach nur just for fun, dieser Kreis hier, aber ist ja wurscht. Ah, und hier wieder. Wenn das Kleine nicht alles, das Große nicht wäre, das haben wir das ja einzahlen müssen, dafür wir erstmal mehr kriegen. Ja. Also der Hammer ist schon wild. Ah, das kann man reinhauen. Habe jetzt Zufall entdeckt. Ich dachte, das wäre erst so Höcker oder sowas. Zum Sitzen. Aber nee, das kann man reinboxen. Und was kommt da? Ein Waddle Dee. Der erste. Zum Glück auch, ja. Schön, ein bisschen Geld auch noch. Habe ich ihr doch Zufall rausgefunden, wenn ich ehrlich bin, ja, aber... Nein, nein, das war alles Skill natürlich. Ihr kennt mich, das war alles Skill. Alles Skill. So, hier kommen Eiszapfen runter. Keine Ahnung, wie sie so schnell wachsen können, diese großen Eiszapfen, aber... Da fragt ihr den Falschen. So. Oh, wait. Ach, crap, this shit. Ah, da ist noch was. Da geht's zu einer Kapsel und zu einer grünen aus der Season 2. Dann schauen wir weiter. Aber hier, diese Eiszapfen erinnern mich richtig an NSMU Deluxe. Das wollte ich auch nochmal jetzt playen. Habe ich zwar schon mal, aber... Das muss ja gelöscht werden, das weiß ja der eine oder andere. Aus diversen Gründen. Ja. Aber vielleicht wollte ich es mal remastern. Mit viel gemeinsam vielleicht oder so, ja. Aber ich muss mir mal überlegen. Finde zwei geheime Wege. Aha. Wo geht's hier hin? Ein Waddle Dee. Oh! I see. I got it. Hier ist anscheinend wieder Hammer gefragt. Braucht man die überall. So. Blatt gestampft. Aber kann man hier ganz gut holen mit dem Fliegen. Kann man gut timen. Ja. Passt eigentlich ganz gut, ja. Hier geht's noch rein. Ah, warte, ich bin falsche Seite, da hau ich mir eine Nase an. Muss von da aus machen. Optimal. So. Was haben wir hier noch? Schönes. Mach auf. Okay. Der letzte von diesen Sternen, damit wir da reinkommen zu einem Waddle Dee und ein Packerl Milch und einer Kaffee. Einem Kaffee, einer Kaffeetasse, würde ich sagen. Zwei Waddle Dees haben wir schon von vier. Schön. Und, was ist das?
ein Rücksetzpunkt. Ach, wie nett, da muss man gar nicht zu lange laufen. Ach, ein guter Service hier. Aber das Tolle ist, wir haben jetzt noch keinen Waterleaf verpasst, weil es der zweite ist. Und da ist aber auch kein versteckten Weg, glaube ich mal. So, tschüss. Brutal aus dem Leben genommen. Und hier geht's auch noch lang. Das ist der zweite versteckte Weg. Tschüss, Kollege. Jetzt kann man umfallen lassen. Und da ist ein Lolli. Okay, warte. Mit dem Lolli müssen wir safe wieder irgendwas umbringen. Deswegen rennen wir jetzt einfach mal durch, okay? Safe müssen wir wieder irgendwie umbringen, den Boss oder sowas. Und Lee, okay, mach weiter schnell, ich habe keine Zeit. Oder kommt da ein Boss? Nein, scheinbar noch nicht, okay. Was ist das für ein komisches Teil? Okay, also, scheinbar, ich habe jetzt echt beeilt, man kann das also mit dem nichts machen, okay. Ist okay. Hier wird man gequetscht. Das will ich natürlich nicht. Das will ich natürlich vermeiden, ja. Insofern es irgendwie geht. Aber kann ich raufsteigen? Oh, ist Sushi! Lecker Sushi. Ihr müsst wissen, wir haben heute auch daheim Sushi gemacht. Selber. War ziemlich lecker. Also ich habe viel gemeinsam Sushi gemacht. Das war ziemlich lustig. Kannst du mal vielleicht ein Bild einblenden, wenn ich was habe noch? Lecker! Da kommen wir doch safe rauf, oder? Was zum Henker ist das? Achso, ein Pylon. Sah doch komisch aus. Alles Klärchen. Da geht's hier rein. Aha, und da gibt was frei. Letzter Bottle die. Nein, Kapsel, okay. Ist der überhaupt die letzte? Ja, okay, doch. Und eins haben wir sogar noch. Das wäre wahrscheinlich das Eiswasser fallen oder sowas. Könnte ich mir zumindest denken. Oder vorstellen. Ja, doch, safe wird sowas sein, oder? Ach, wie chillig. Ist da ein Weg unten? Hast du ein weiterer Weg? Ah, doch, Tatsache. Vielleicht ist es sogar Secret. Oder geht's einfach weiter? Ah, nein, ist der beste Wort, die, okay. Der vierte nun. Ach, ist auch schon der letzte. Das ist gut. Und schlecht gleichzeitig. Weil ich keinen Plan habe, ob es dann noch weitergeht. Oh, sieh nach, was sich im Frachtcontainer befindet. Wir haben jetzt alles. Ach, so kann man das Level noch beenden. Schön, dann war viel Stoß und da, was da immer drin war. Ich sehe nichts. Okay, jetzt müssen wir ausspucken. Was ist das eigentlich? Ich habe keinen Schimmer. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne mal reinschreiben. Ich habe keinen Schimmer, was das sein könnte. Nein, nicht da. Nein. Gib mir sofort den Hammer zurück. Ein Pudding noch. Aber schön, haben wir auch alles in diesem Level. Boah, holy Jesus. Kann ich das zurückhauen? Nein, nur kaputt schlagen. Schön. Haben wir hier alles gefunden in diesem Level. Einmal läuft was gut, seht ihr? Ja, toll. Abschluss geschlossen. Das zweite Level jetzt nun, innerhalb von drei Parts, dass wir alles abschließen beim ersten Mal. Nice. Im First Try. Hier haben wir noch eine Kanone, haben wir schon drei. Und hier. Oh, Tornado. Zieh Gegner Blöcke und Sterne in den Wirbel und reich richte Schaden an, indem du sie fortschleuderst. Aber pass auf, dass sie nicht schwindig wird. Das A und O. Und noch ein Lutifer, haben wir jetzt auch schon fünf. Ein Schatztruhe, haben wir schon zwei. Ich bräuchte langsam die fehlenden drei oder vier Sachen noch von der ersten Serie. Wo sind denn die? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich habe keine Ahnung. Frostböenmeer. Alle 10 gerettet. Tschüss, Waldies, ihr Heftlons. Schön. Jetzt tun sich noch zwei weitere Time-Events auf. Die haben wir letzten Mal schon ein paar gemacht. Aber jetzt machen wir erstmal das. Jetzt habe ich erstmal auf das Bock. Frostböenmeer. Was geht denn hier? Fünf versteckte Waldies. Huh. Ein langes Level. Mit vielen Verstecken und vielen Möglichkeiten, die anderen drei Waldies zu verstecken. Huh. Oh mein Gott. Pass halt auf. Sollte ich hier wechseln? Zu dem hier? Ach nee. Aber auch hier cool, der Wind geht nur auf der anderen Seite, auf der hier nicht. Und nicht so stark. Jetzt schon, jetzt hat sich der Wind geändert. Das ist cool. So, dass wenn das realistisch ist und dass das Sinn ergibt, das mag ich. Das ist toll. Ach man, wo geht sie hin? Eine Orange. Nehme ich gerne mit. Wichtige Vitamine. Ja. Vor allem hier, weil so ein Wind kann man leicht krank werden. Soll ich den umbringen? Na komm, wo ist er denn? Ah, er hat sich schon selbst umgebracht. Ach so. Man, wie merkt man, dass der Wind sich ändert? Ah, jetzt hat es sich geändert, okay. Achso, gar nicht. Nein, mein Hammer. Gib mir meinen Hammer zurück. Yes. Mein Spielzeughammer ist wichtig. Was ist denn das für eine fette Kanone, Alter? Oh, ein Onigiri. Ist zwar nicht gesund, aber nehme ich gerne mit. Zumindest nicht sehr. Okay, hier kann man langfahren. Ist da sonst noch was? Nein. Ich schaue trotzdem immer so viel nach und trotzdem finde ich nicht alles. Das ist richtig cringe. So, springen. Nicht vergessen. Schön. Jetzt kommen wir zum ersten Waddle. Und jetzt wird es auch nochmal gezeigt, wir brauchen das andere. Gut. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Wir können zu den Krimskrams-Igel wechseln. Und haben jetzt den ersten von 5 Waddle-Leaks. Schön. Was machen wir denn jetzt dann raus? Wir können hier diesen einsammeln und wegschleudern. Da geht's weiter, aber ich will nicht weiter. Ich möchte erstmal schauen, was da ist. Eine Season 1-Kapsel. Aber ich habe echt den Fehler gemacht. Ich habe so viele Kapseln gekauft, das bräuchte man eigentlich gar nicht. Man kriegt ja alle in den Hintern geschoben, man sieht's ja auch. Ich habe mir leider schon so viel gekauft um einen recht teuren Preis. Aber man bekommt ja so viel, dass man das eigentlich gar nicht bräuchte. Weil ich habe jetzt schon 5 oder mehr von der gleichen Sorte von manchen. Und ja.
ist dann auch umsonst. Ich brauche den Ring da unten. Also bitte geh weg. Was haben wir hier noch? Nix. Das sind ein paar Hässlons hier. Ja, ich muss zum Ring ran. Da kann ich wieder mit dem Boot herumfahren. Let's go. Her damit. Wo kommt ihr zwei jetzt einfach her? Ich tue euch nichts und ihr tut mich nichts. Aber ich habe zum Beispiel wehgetan, dass so... Geht sterben. Goodbye. Boom. Genieße drei Mahlzeiten auf hoher See. Ja, ich genieße immer gerne Mahlzeiten. Das ist mein Lifestyle. Habe ich sonst noch eine Mahlzeit? Nein, da nicht. Ich bin hungrig, gib mir eine Mahlzeit. Mahlzeit klingt so cringe. Essen heißt das, Essen. Isst dreimal Wasser vorher See. Lecker, noch ein bisschen mehr essen. Ah, da kann man durch. Eine Mahlzeit muss ich noch essen, damit ich satt bin. Ich bin nicht ganz satt, gib mir eine Mahlzeit bitte. Das kann doch springen. Ah, warte, ich sehe schon. Da kann man noch anderswo durch. Und zwar hier. Nein, hier. Nein. Na, man muss erst aufsteigen. Ach so. Mein Fehler. Jetzt bin Frieden. Jetzt haben wir es ja. So. Ich muss ja frohe See eine Mahlzeit essen. Bitte genehmigen Sie mir eine Mahlzeit. Ich bin hungrig. Ja, da ist schon eine Mahlzeit. Sehr schön. Ich habe sie derbe genossen. Und jetzt auch den zweiten Molly. Hallo. Und hier trifft er mich noch. Eine Fischdose. Wir müssen dieser Mutter leider ausspucken. Oder diese riesige Mutter. Da haben wir nichts mehr wahrscheinlich, ne? Schaut nicht so aus. Dann weiter. Oh. Jetzt kommt der Wind von hinten. Oh je. Ach, meine Batterie ist immer noch fast leer. Oh, hell no. Bitte, Controller, geh nicht aus. Jetzt geht gerade Wind. Dann bin ich ja von irgendwo. Tu mir das nicht an. Nein. Och, no. Okay, na, warte, Basti. Ich brauche hier Glutifer. Alles okay. Warte, komm her, Glutifer. I need your help. Now. My boy. Da ist ein Wolli. Nehme ich mal gerne mit. Ja, war mir klar, dass es der ist. Natürlich. Es ist anstrengend, gegen Wind zu laufen. Aber ganz langsam macht man Fortschritt. Wo war denn der andere Wolli bitte? Haben wir hier was? Nein, nur ein Zeichen, dass da unten Wolli ist. Achso. Ja, so, auf was bin ich dann zurückgekommen? High Quality Gameplay. So schaut's aus. Was hatte ich keine Diesen machen? Mann, ich bin auch dumm. Ja, wo ist denn der andere Wolli gewesen sein, bitte? Da ist ja nix. Und so wirklich gar nichts. Da drin gehe ich mal nicht rein, das sieht nicht aus, wäre da was. Nein, auch nicht. Ja, RIP, dann haben wir schon was ausgelassen. Ja, wo soll denn da was gewesen sein, bitte? War da doch was im vorigen Raum noch? Ich habe echt umgeschaut noch. Naja. Kann man nichts machen, wir werden wahrscheinlich eh wieder zweimal spielen müssen. Eine Schriftrolle. Für Drachenfeuer, Blaupause. Drachenfeuer, jetzt kommt's. Ach stimmt, das hat man auch schon gesehen, dieses Foto davon. Ein Stück Fleisch. Junge, ich bin doch gesprungen. Ich hasse immer das. Junge, Kirby, spring doch einfach bitte. Ich drück springen, aber der macht's nie. Ich schwör von dem, das ist so lächerlich. Was denn, ist denn da? Spring in den geheimen Raum im Untergrund. Ja, ich springe immer gerne in den geheimen Räume runter. Ja, das ist immer sehr lustig. Okay. Aber jetzt haben wir zwar einen Wolli ausgelassen, aber sonst schon alles gefunden, dass wir das Level nochmal machen können. Ohne dass wir nicht wissen, was eine Sache ist. Ja. Lalala. Ah, warte. Nein, wrong. Ich muss da links hoch anzünden, dann runter. Herfahren. Ja, ich hab schon. Man muss ja halt gut timen. So, halt eindrückst, dann geht's schneller, genau. Habe ich gelernt, ja. Sehr weise gelernt. Also den letzten Wolli. Ja, einer war leider ausgelassen. Keine Ahnung, wo der war. Wahrscheinlich doch in diesem Raum, wo ich vorhin gedacht habe, dass da nichts mehr ist. Ja. Kann man nichts machen. Die kann man kurz wegbrutzeln. Und wir sind durch. Schön. Da ist eine versteckte Kapsel. Auch wenn sie sehr gut versteckt ist. Vielleicht ist da was Neues drin. Schön. Ja, fast alles gefunden. Für eine windgeschützte Höhle. Was, Winker? Na gut, okay. Werden wir eh gleich rausfinden. Was haben wir hier? Riesenkabu haben wir schon. Spind haben wir auch schon. Und sonst nichts. Ach so. Wahrscheinlich war in dieser windgeschützten Höhle wahrscheinlich eine grüne Kapsel. Weil da gibt es ja jetzt da ziemlich viele überall. Oh, letzte Level vom Boss schon wieder. Schön. Nein, Time Event. Und noch eins. Ja. Dann ziehen wir es gleich wieder. Ich werde mal kurz suchen gehen. Ja, bis gleich. So. Ah. Okay, das erste habe ich mal gefunden. Hier ist ein Weg, den man gehen kann. Auch nur, wenn man richtig fast ist mit Feuer. Ja, und hier ist eine riesige Höhle. Ich kann die Typen noch verbrennen. Finde eine windgeschützte Höhle. Haben wir schon mal. Sehr schön. Bisschen Essen ist ja auch noch drin. Also ja, eine Bottle fehlt noch. Die müssen wir noch kurz suchen. Also ja, bis gleich. Aha. Was haben wir denn hier? Ist hier was? Oh, hier ist auch die grüne Season 2 Kapsel. Ah ja, ich sehe schon, ja. Hier haben wir es. Hier ist der dritte Wall-E. Ja, ich hatte schon, dass da irgendwas ist, weil hier noch so ein offener Raum ist. Aber ja, schade, ich habe es nicht gefunden beim ersten Mal. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles und bis gleich auf der Oberwelt. So, dann haben wir jetzt auch diese zwei Wall-Es noch gerettet. Dann haben wir jetzt hier alle. Schön. Ja,
ziemlich tolles Level an sich. Was haben wir hier noch? Ein Bombio. Cool. Und hier einen wilden Eisbär. Den haben wir schon. Schade. Ich dachte, was Neues, aber leider nicht. Leider nicht. So. Letztens war wohl dies noch gerettet. So, dann schauen wir kurz auf die Liste. Okay. Wir haben hier 8 nur, okay. Ja, das mit dem Internet-Schwertschatz müssen wir erst noch finden. Das gibt es wahrscheinlich hier. Ja, das war's für diesem Video. Danke alle fürs Zuschauen. Im nächsten Part werden wir hier dieses Level spielen. Also schaut gerne rein. Wird jetzt im Screen eingeblendet, wenn es schon draußen ist. Also bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und Abo da. Und ciao.